begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von TUC Talk. Bei uns dreht sich heute alles um Gewichtsoptimierung und Effizienzsteigerung. Wir sind heute im neuen Merch-Technologiezentrum zu Gast, um mit dem Projektkoordinator des Bundesexzellenzclusters zu sprechen. Er ist am liebsten in dieser Halle unterwegs, um Bauteile und Maschinen zu begutachten und bezeichnet sich selbst durch seine vielfältigen Kontakte als Brückenbauer. Besonders stolz ist er aber auf die Ehrenmedaille der TU Chemnitz sowie seinen schwarzen Gürtel in Karate. Universitätsprofessor, Doktoringenieur, habilitierter Professor und Professor Ehrenhalber Lothar Kroll. Den Anfang seiner beeindruckenden Laufbahn begann Lothar Kroll 1978 mit dem Diplomstudium der Fahrzeugtechnik in Oberschlesien. Es folgte ein Zweitstudium in Maschinenbau samt Doktortitel in Clausthal. In Dresden forschte und habilitierte er im Bereich des Leichtbaus, bis es ihn vor rund 10 Jahren nach Chemnitz zog, wo er seither verschiedene Führungspositionen in mehreren Institutionen übernahm. Dank seiner Bemühungen und europaweiten Netzwerkarbeit konnte 2012 ein in Deutschland einzigartiger Bundesexzellenzcluster im Forschungsfeld des Leichtbaus an unsere Universität geholt werden. Getreu seinem Lebensmotto, die Zukunft im Team zu gestalten, arbeitete Lothar Kroll daran, mit dem Großprojekt Merch nicht nur den Leichtbau zu revolutionieren, sondern auch in jüngeren Generationen den Erfindergeist zu wecken. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Das Thema Leichtbau ist allgegenwärtig und auch effiziente Automobile und Flugzeuge werden angesichts der steigenden Energie- und Treibstoffkosten immer wichtiger. Das hat auch die Bundesregierung erkannt und fördert den Leichtbau als eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. An unserer Universität unterstützt sie beispielsweise die Forschungen im Rahmen des Bundesexzellenzclusters. Professor Kroll, was verbirgt sich hinter dem Begriff Merch? Merch ist ein Bundesexzellenzcluster. In Deutschland sind derzeit 43 Bundesexzellenzcluster gefördert, davon aber nur 2 in Richtung Produktionstechnik. Ein Cluster in Richtung Produktionstechnik ist in Aachen, mehr Richtung Metallverarbeitung. Und wir haben ja hier in Chemnitz das Bundesexzellenzcluster Merch, Technologiefusion für multifunktionale Leichtbaustrukturen, wo wir neue Technologien erforschen, neue Kombinationen, um Energie einzusparen, sowohl in der Produktion als auch in der Nutzung. In der Produktion kann ich Energie einsparen, indem ich weniger Material einsetze. Und wenn ich dann auch Leichtbaukomponenten herstelle, die bewegt werden, die sparen zusätzlich noch Energie bei der Nutzung. So haben wir die Strategie uns vorgegeben mit dem Namen bivalente Ressourceneffizienz. Also Einsparung der Energie in der Produktion und auch in der Nutzung. Und das bewerkstelligen wir hier mit einem Team von 100 Wissenschaftlern und 38 Professoren und arbeiten ganz stark interdisziplinär zwischen Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und selbstverständlich Ingenieurwissenschaften. Das Projekt wird seit 2012 mit 31 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert. Seither hat sich viel getan. Sie haben viel geforscht und konnten beispielsweise im Automobilbau Erfolge verzeichnen. Wahrscheinlich wissen aber die wenigsten, dass im aktuellen Audi Q5 ein Bauteil aus dem Merch-Projekt verbaut ist, nämlich die sogenannte Durchlade. Außerdem haben Sie uns noch eine Felge mitgebracht. Was ist denn das Besondere an diesen Bauteilen? Also in dem Exzellenzcluster versuchen wir Technologien, die sich schon in Großserie bewährt haben, die auf bestimmte Materialien ausgerichtet sind, die dann so zu fusionieren, dass die in der Kombination auch großserientechnisch umsetzbar sind. Und das sind solche Beispiele hier. Wir bewegen eine ganz große Anzahl von Technologiekombinationen und versuchen, interdisziplinär zu erforschen, welche Phänomene treten dort auf. Ist ja ein Grundlagenforschungsprojekt. Welche Mechanismen, welche funktionale Zusammenhänge gibt es zum Beispiel zwischen Parametern von der Technologie und von dem Design? Und bestimmte dann Erfahrungen, Erkenntnisse, die erlauben uns dann Bauteile zu entwickeln, wie jetzt hier zum Beispiel mit Audi, wo wir eine Kombination haben von Textil und Kunststoff, das wir dann in Großserie abbilden können. Gegenüber dem Stahlbauteil, dem klassischen Stahlbauteil, konnten wir hier mehr als 50% Gewichtsreduktion erreichen
Und weil es eine Technologiefusion ist, die kurze Zykluszeiten zulässt, konnten wir auch die Kosten um 30% reduzieren. Also 30% Kosten und 50% am Gewicht. Und das ist ein durchschlagendes Ergebnis. Deshalb ist das ja auch jetzt im Serieneinsatz bei dem neuen Q5. Und ein neues Konzept ist die Leichtbaufelge, auch aus Metall, Aluminiumschaum und kohlefaserverstärktem Kunststoff. Hier ist das Gewicht noch entscheidender, weil das eine zusätzlich noch rotierende Masse ist. Da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir die in Serie einführen. Da sind wir erst auf dem halben Weg. So wie mit vielen unseren Technologien sind ganz verschiedene Kombinationen, ein ganz großer Blumenstrauß von möglichen Fusionsvarianten. Und wir versuchen jetzt, die rauszufinden oder rauszufiltern, wo wir auch dann die besten Ergebnisse erzielen in Richtung Serienfertigung. Und um sowas als Prototyp darzustellen, brauchen wir auch, so wie hier in der Halle dargestellt, Pilotlinien, Anlagenkonfigurationen, die deutschlandweit einmalig sind, und auch die Halle hier, die dann in der die Anlagen beheimatet sind, und die wurde ja noch zusätzlich von Mitteln des Freistaates mit mehr als 30 Millionen gefördert. Der Standort Chemnitz spielt ja eine wichtige Rolle im Bereich des Leichtbaus, denn von hier aus werden viele Projekte koordiniert und Partnernetzwerke in alle Welt gesponnen. Mit welchen Clustern besteht denn derzeit eine Kooperation? Ja, der Cluster Merch entfaltet alleine durch seine Größe und seine Einmaligkeit eine große Hebelwirkung, sodass dann man auch international wahrgenommen wird. Und wir haben uns beworben um dieses BMBF-Programm Internationalisierung von Spitzenclustern, wo man praktisch auch von der Regierung, Bundesregierung gesagt hat, wir haben schon sehr viele Cluster. Welche sind ja Spitzencluster und die wollen wir ganz besonders noch fördern. Und da haben wir uns 2015 in der BMBF-Ausschreibung Spitzencluster beworben, waren 117 Cluster am Start und nur 11 sind weitergekommen. Wir sind da drunter und da haben wir uns zusammengeschlossen mit den Clustern speziell in Osteuropa. Wir wollten auch den Heimvorteil hier ausspielen im Osten. Das sind die Cluster in Bydgoszcz, in Bamberg, in Polen, in Breslau, in Oppeln und in Liberec. Da haben wir jetzt auch die Projekte aufgebaut. Das sind Projekte mit der Industrie, wo wir aber dann die internationalen Partner komplementär in die Wertschöpfungsketten einbinden. Die deutsche Seite, die wird gefördert vom BMBF, und die Partner aus Polen und Tschechien, da sind aber auch aus Italien und Spanien Partner, die beantragen die Mittel bei eigenen Ländern dann. Das war wieder ausschlaggebend, wie das so ist bei Netzwerken. Von einem entsteht noch das andere, dass wir dann in das europäische Netzwerk für die Allianz Leichtbau-Cluster eingegangen sind. Das sind in Europa 11 führende Leichtbau-Cluster und 7 haben sich untereinander abgestimmt, dass die eine Allianz Leichtbau-Cluster gründen. Und da wir den Bundesexzellenzcluster hier haben und führend sind in dem Netzwerk, koordinieren wir jetzt auch diese Allianz mit den 11 verschiedenen, mit den 7 verschiedenen Clustern, die wiederum mehr als 1000 Unternehmen repräsentieren. Und da ist dann die internationale Sichtbarkeit noch mal größer geworden. Leider ist es ja so, dass sich der Förderzeitraum von Merch dem Ende entgegenneigt. Aber wie ich gehört habe, stehen Sie schon wieder voller Tatendrang in den Startlöchern mit Merch 2. Erst vor wenigen Tagen haben Sie die Nachfolgeprojektskizze bei der DFG eingereicht. Wie stehen denn die Chancen, dass Sie den Bundesexzellenzcluster weiterhin in Chemnitz halten können? Aus meiner Sicht stehen die Chancen sehr gut, weil wir ja aufgezeigt haben, auch nicht zuletzt durch die Demonstratoren, dass sehr große Potenziale hier noch erschlossen werden können, wenn man interdisziplinär zusammenarbeitet. Und wir haben ja gezeigt, dass wir sowohl eben Potenziale haben in der Produktion, auch in,
als auch in der Nutzung, aber sind ungefähr auf dem halben Weg. Jetzt sind wir erst in der Lage, mit den Pilotlinien die letzten Details noch zu erforschen, die sich dann wieder in den Prototypen widerspiegeln, die wir dann selbstverständlich in die Industrie transferieren möchten. Wir haben mal eine Schätzung in einer Studie vorgenommen, dass wenn man in Deutschland 10% der Masse bei bewegten Komponenten einspart, da würde man 100 Millionen Tonnen CO2 an Ausstoß reduzieren. 100 Millionen Tonnen. Und das wären ja die Klimaziele der Bundesregierung. Nur 10% Gewichtsreduktion. Und wir zeigen, bei bestimmten Bauteilen, ist nicht bei allen so, das ist nun mal so, weil das ja sehr kompliziert ist, dass wir auch 50%, dass auch 50% machbar sind. Um jetzt nochmal eine Fokussierung in Richtung Nachhaltigkeit dem Cluster zu geben, wollen wir uns auch in der zweiten Phase ganz stark dann konzentrieren auf Naturfaser und auch auf Biopolymere, weil da haben wir dann auch die Probleme mit der Ressourcenverknappung gelöst, praktisch als Add-on in Richtung nachhaltige fusionierte Technologien. Und so, dass ich zuversichtlich bin, dass wir auch in der zweiten Phase dann erfolgreich sein werden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei Ihren Vorhaben und bedanke mich, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein durften. Dankeschön, vielen Dank. Beim nächsten Mal sprechen wir mit dem Prorektor für Lehre und Internationales, Professor Dr. Maximilian Eibel. Der erst kürzlich aus seinem Forschungsaufenthalt an der Universität von Kalifornien zurückgekehrt ist. Er spricht mit uns unter anderem darüber, wie die Akkreditierung von Studiengängen funktioniert und wie international eine erfolgreiche Universität eigentlich sein muss. Gern können Sie uns Ihre Fragen zum Thema an die eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.